Tja, immer nach Corona. Das bedeutet, dass ich nicht ins Nagelstudio gehen kann und meine Nägel aussehen wie scheiße. Und ich denke mir, ich kann Klamotten nähen, also werde ich doch auch meine Nägel machen können. Also habe ich erstmal mein kleines, feines Nagelstudio eröffnet. Frag mich bitte nicht, warum ich das alles habe. Ich habe noch nie meine Nägel gemacht. Ja, deswegen habe ich auch ganz professionell mit dieser komischen Feile meine Nägel 100 Stunden gefeilt. Ich wollte da auf jeden Fall so eine Ballerina-Form. Es wurde dann mehr dieses Square und was ist das bitte? Anyways, I struggled a lot. Vielleicht, weil man es auch einfach nicht mit dieser blöden Feile da macht. Ja, und dann wollte ich eigentlich nur kürzen und es tat einfach entweh. Und sah auch irgendwie endkomisch aus, aber ich habe dann einfach drauf geklatscht, den Nagellack. Und nach 2 Schichten sah es eigentlich gar nicht mehr so beschissen aus. Und weil ich die ganz kreative Maus bin, dachte ich mir, ich mache noch ein paar Glitzersteine drauf. Ja, da sind dann meine letzten Nerven drauf gegangen. Ich habe dafür einfach so einen Klecks Überlack genommen und da diesen Stein drauf geballert und dann nochmal Überlack drauf gemacht. Dann habe ich das unter die Lampe getan und dann habe ich da quasi nochmal eine Schicht Überlack drüber gemacht. Und ich sag's mal so, ich wollte fast die zweite Hand nicht mehr machen, aber I kinda like it, you know? Ich hoffe, die Steine sind morgen noch dran und folgt mir gerne auf Instagram, es hat sich gereimt.